Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal waren wir einige Tage in Zwillbrock. Die Anlage liegt an der holländischen Grenze auf der deutschen Seite. Wir hatten uns Hausboot 1 von Montag bis Samstag gemietet. Wir sind Montag bei schönstem Wetter angekommen, hatten um die 25 Grad. Dann wurden erstmal die Routen aufgebaut, die Rundrouten auf Stör gingen direkt rein und eine auf Forelle. Ich angle bei meinem Aufenthalt beim Andi immer mit drei Routen, 24 Stunden, weil wir meistens nur einmal im Jahr hinfahren, maximal zweimal. Und wenn man schon mal da ist, kann man auch direkt die dritte Route mitverwenden. Die beiden Grundrouten habe ich einmal bestückt mit Räucherlachs, klassisch, und einmal mit Matthiasfilet. Der erste Biss sollte auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Das fühlte sich direkt nach einem richtig guten Stör an. Weg. Der war nicht schlecht. Aber ich wollte doch was essen eigentlich. Der wollte nicht zu mir. Nee, der hat's verheddert. Der hing mit einem anderen Vorfach bei mir drin. Hier. Das ist nicht mein Vorfach. Der hat sich losgemacht. Aber das war the big one. Also ein schöner Run. Kontakt. Ist das nicht dein? Nein, ist nicht meins. Alter, war das ein Vieh? Hast du das gesehen? So gesprungen ist. Ja, das war schon ein Moped. Ich hab ihn auf Kamera. Ah, hab ich den drauf? Zumindest da hinten auf der. Geil. Ihr habt sie gerade selber gesehen. Der Stör war nur in dem alten abgerissenen Vorfach in meiner Montage eingewickelt bzw. verheddert und konnte sich losmachen. Um mir ein bisschen die Zeit zu vertreiben und den Urlaub gemütlich und langsam zu beginnen, habe ich dann mit der Spigo-Route ein wenig auf Forellen geschleppt. Wenn man so am Wasser steht und den Abend genießt, weiß man auch, wofür man das ganze Jahr arbeiten geht. Der nächste Biss auf der Forellenroute, die ganz links auf dem Broadbot liegt. Den auftreibenden Köderkombi aus Powerbait und Bienenmade, ca. 80 cm über Grund, hat sich eine 600 Gramm Portionsforelle geholt.
und die nächste Portionsforelle wieder auftreibend. Köder, Kombi aus Bienenmarder und Powerbait. Kurz bevor es dann ganz dunkel geworden ist, habe ich die Störruten nochmal frisch beködert. Ich fische die Störruten als überbleibte Posenmontage, das heißt, es ist eine Regler-Pose im Grunde. Ich benutze hier LED-Posen für die bessere Sicht in der Nacht. Die kann ich auch oben aus der Hütte raus gut erkennen, den langen Antennen. Das Vorfach liegt ungefähr aufgrund 1 Meter aufliegend. Und dann ist es leicht schräg ansteigend bis zur Weglerpose. Ich gebe hier ein bisschen Schnur, damit die Weglerpose, die erstmal mit auf Grund runter geht und dann langsam wieder hochsteigt bis zu dem Stopperknoten bzw. Silikongummi, gebe ich Schnur nach, dass die Pose näher so steht, dass der Schwimmkörper unter Wasser ist und die Antenne oben aus dem Wasser rausragt. Dafür muss ich immer ein bisschen Schnur nachgeben, bis sie wirklich komplett so steht, wie ich sie idealerweise gerne hätte. In der Nacht hatte ich zwar einige Bisse oder Zupfer, aber die Störe, entweder sind sie nur durchgeschwommen oder sie haben den Köder nur leicht angehoben und wirklich immer so einen halben Meter versetzt. Einen richtigen Fallrun hatte ich in dieser Nacht leider nicht. Vom Tagesablauf habe ich es mir so eingeteilt, dass ich in den frühen Morgenstunden immer so 1 bis 2 Stunden noch auf Forelle geschleppt habe oder ein bisschen aktiver drauf geangelt habe. Über die Mittagszeit bis in den Nachmittag schon mal ganz gern wieder auf Stör probiert. Dann wieder kurz vor Feierabend oder in die Dämmerung rein wieder ein bisschen auf Forelle geschleppt und dann die ganze Nacht über halt nur auf Stör und Wels. Hier der nächste Biss auf die Forellenroute, auf die Grundroute. Köder war hier, Powerbait und 2 Bienenmarden wieder. Bei den ersten Fluchten konnte ich schon merken, dass es wahrscheinlich keine Forelle ist, auch keine Lachsforelle, sondern sich eher um einen Stör handelt. Da angelst du die ganze Nacht auf dem Stör und fängst du dann in den frühen Morgenstunden 1,50 Meter auftreibend auf Powerbait mit Bienenmarder. Verkehrte Welt. Ich glaube, ein kleiner Wels. Nee, war ein kleiner Stör, definitiv.
viel Stör. Hier. Großer Kescher? Ja, okay. Auftreibend, Teig auf 2 Meter auftreibend. Kannst du nicht verstehen, ne? Stör. Und da ist der kleine 3 Kilo, 2,5, 3 Kilo Küchenstör. Ich hatte von zu Hause noch ein schönes eingefrorenes Rotauge, ca. 12 cm lang. Das habe ich mir dann mal auf die Wallerrute gemacht, mit einem Einzelhaken. Den Köderfisch habe ich mit einem kleinen Pop-Up-Schaumstoffstück im Kopfbereich fixiert, sodass der Köder ungefähr 20 cm über Grund auftreibend war. Zur besseren Bisserkennung habe ich dann noch meine Wallerbissanzeiger dran gemacht. Damit kann man übrigens seine Ehefrau auch sehr gut in den Wahnsinn treiben. Nee, das ist nicht dein Ernst, oder? Funktioniert einwandfrei. Und der erste Biss. Keine 20 Minuten nach dem Auswerfen und Ablegen. Nervt sich scheinbar immer noch. Läuft. Nee, ist weg. Ist weg? Ja, ist weg. Aber das Gepiepe, das nervt ja meine Güte. Hat die denn geruckt? Die hat sie geruckt. Die hat einen Alarm gegeben. Kurz mal den Köder gecheckt. War ein Hechtbiss. Siehst du die Abdrücke noch? Was einmal klappt, klappt vielleicht auch ein zweites Mal. Direkt die Rute wieder raus und hoffen, dass der Kollege den Fisch demnächst richtig nimmt.
Ein guter, ja. Wieder weg. Weg? Das muss mir nur einer erklären. Das ist doch nicht deiner. Erst fangen die ins Buhn. Da ist ein Wobbler dran. Du sollst Fische fangen, nicht den Kram von den anderen. Das hat einen Bauchladen auch gemacht. Das war ich. Ich dachte, mit drin den darf man gar nicht haben. Schön. Ich mache hier Flurbereinigung. Ich fange bei der Stadt an. Das ist echt der Knaller. Also, du bist schnell daran wieder. Ja, bist richtig toll gelaufen. Die alten Scheiß mitschleppen, die armen Fische, ne? Thank you.
Dann habe ich auch die längere Spiro-Route fertig gemacht. Die hat eine Gesamtlänge von 4,55 bei einem Wurfgewicht von 45 Gramm. Hier habe ich jetzt auch ein 30er Spiro mit einem fast 4 Meter langen Vorfach. Als Köder Powerbait, ziemlich oberflächennah geführt und kurz vor dem Köder, einen halben Meter weg, ein kleines Bleichrot mit 0,4 Gramm. Ich habe auf der Rolle eine geflochtene mit 0,10 mm Durchmesser. Die Angelei mit dem Spiro mit 30 Gramm oder sogar noch größer habe ich mir in Dänemark so angeeignet. Auch mit den langen Vorfächern. So haben die Forellen, die Oberflächen nahestehen, trotz des großen Spiros wenig Scheuchwirkung. Das Werfen ist zwar mit den längeren Vorfächern etwas tricky und vor allem bei Gegenwind nicht immer leicht. Selbst mir passiert es schon mal öfters, wenn es ganz dumm läuft, dass ich an einem Tag auch 3-4 Mal das Vorfach tauschen muss. Da sich den Wurf so verheddert, bevor ich dann lang bastel, habe ich es viel, viel schneller neu gebunden. An dem Mikro kann man die Windgeräusche ganz gut hören. Es hat ein bisschen zugelegt an Windstärke. Es ist bewölkter geworden. Zwischendurch hat es auch leicht geregnet. Mit UL-Angeln habe ich es probiert. War am Anfang schwierig durch die Windverhältnisse. Doch der ein oder andere Fisch ging doch drauf. Hier mal eine kleine Zirkusforelle. Unterm Hausboot, die Ratte. Ja, unterm Hausboot. Hast du den Gummi runtergelassen? Zweimal angehoben, brav. Schöne.
Fische, die hier in Zwilburg schwimmen, sind wirklich von allererster Klasse. Top-Qualität an Forellen. Forellen kommen von der Fischzuchtmeißel und sind wirklich schmackhaft und kampfstark. Ich habe die Forelle nachher noch gewogen, die hatte 2,3 Kilo und war ein echt schöner Drill. Der nächste Biss wieder auf die Grundroute. Die Forelle hat sich den Köder vom Grund weggeholt, den ich hinten am Schilfgürtel parallel ausgelegt hatte. Die Forelle kam auf mich zu und somit konnte ich akustisch über den Bissanzeiger den Biss nicht gemeldet bekommen. Hintergrund, das Störgeräusch oder dieses Brummen, Motorbrummen, das ist von der Lüfteranlage, die auf der Halterung steht. Kriege ich leider so nicht rausgeschnitten. Tut mir leid.
auf deine Leuchtpose wieder. Mhm. Oh, geht runter. Die geht runter. Die geht runter. Der nächste Biss auf Räucherlachs auf der Störroute. Ja, da gibt es von dem Drill nicht allzu viel Videomaterial, weil es zu dunkel war. Aber für ein schönes Foto hat es gerade noch gereicht. Nachdem ich die letzten 3 Tage das Material alles soweit eingestellt habe vom Setup für Schleppruten, für Grundrouten, konnte heute an dem Tag die Jagd auf die Großforellen beginnen. Und der erste Biss. Sie nimmt noch Schnur und immer noch Schnur und hängt. Beim Anhieb konnte ich schon merken und bei den ersten 2 Fluchten, dass es keine von den großen war, sondern eine schöne Portionsforelle. Auch die nehmen wir gerne. Mit dem 30 Gramm Spiro komme ich gute 70-80 Meter ohne Probleme. Die muss man manchmal auch rauskommen, wenn die Forellen im Schwarm stehen und sich mehr in der Mitte aufhalten, braucht man schon die Wurfweite. Die Forelle hat jetzt circa beim Wiedereinholen auf eine Entfernung von 40 Metern gebissen. Mein Teigpropeller in schwarz-orange habe ich schnell wieder angeködert und so soll es direkt weitergehen. Achtet gleich mal auf die Grundroute. Und ab geht die wilde Fahrt.
Mein Angelkollege Dirk hat rechts zwei Plätze neben uns geangelt und konnte auch direkt eine schöne verhaften. Nachdem ich dann die erste große auf der Habenseite hatte, konnte ich ein bisschen entspannter an die Sache rangehen, habe mir dann die UL-Route geholt und mit einem 70er Mirax in schwarz-weiß-pink mein Glück probiert. Man konnte mehrmals sehen, dass die Forellen wirklich direkt 1,50 Meter vor unserem Ponton rechts und links vorbeigezogen sind. Wirklich 1A bis auf Sicht. Ich konnte meinen Gummiköder genau nachverfolgen. Plötzlich kam die Forelle von rechts drauf geschossen, hat ihn seelenruhig im Mund gehalten und dann bekam sie direkt den Anhieb. Nur mal am Rande, die Forelle, die zuerst gefangen wurde, hatte 7,2 Kilo und die Forelle gerade im Drill hatte 7,3 gewogen. Wahnsinn. Die Route, die hier gerade im Drill ist, ist die Cemex Impressive.
Solid Tip mit 702. Echt ein feines Gerät und macht Mordspaß. Nicht mit dem Ding. Machen wir eine Runde Kaffee. So, ach, pfui. Ja, das habe ich jetzt nicht gehört. Der Andi, der fiese Möb, gibt's ja gar nicht. Nee, Spaß, an diesen Pfundskerl. Wann kann ich hier stehen? Vorne. Jetzt schon ein mega geiler Tag. Zwei gute, richtig schöne Lachsforellen. Wahnsinn. Die Grundroute habe ich dann dahin gelegt. Ungefähr 1,50 Meter nach rechts und 1 Meter nach links vom Ponton weg. Das reicht. In der Tiefe von einem halben Meter konnte ich andauernd die Forellen vorbeiziehen sehen. Auf der Route habe ich einen schnell sinkenden Spiro mit 12 Gramm, ungefähr 200 Meter Vorfach, mit Powerbait, den ich eigentlich absinken lassen wollte, zum Liegen lassen, ein bisschen passiv angeln, habe ihn aber dann doch eingekurbelt und bekam schon beim zweiten Ankurbeln den Biss. Hängt. Wir haben uns dann doch für den etwas kleineren Kescher entschieden, da die Forelle sonst in dem großen wirklich verloren gewesen wäre.
Nächste schöne Lachsforelle, 1,5 Kilo. Ich habe nur noch die Schwanzflossen gesehen, war genau dahinter. Aber es sah ziemlich gülden aus. Ja. War ein schöner Bronze. War die Kaffee. Ja, der ist gut. Nächste vorsichtige Biss auf Grund, wieder direkt vom Ponton. Ich konnte sogar von hier aus wunderbar den Teig erkennen. Ja, da ist er wieder. Da kommt er wieder. Was Gutes kommt wieder. Sollte wahrhaftig nicht allzu lange dauern. Die nächste Big Lady im Drill. 7,8 Kilo pure Power. Da geht's ab noch. Das sieht gut aus. So war er? Ja, ja. Wenn ich die verliere, dann flippe ich aus, ehrlich.
bin ich froh, dass ich mir den großen Kescher für Wälzenschnüre geholt habe. Da passten 2 Meter Wälz ohne Probleme rein. Kurz danach ging kurz mal die Welt unter durch ein ordentliches kleines Gewitter. Lächelchen. Das ist jetzt so schwer. Ja, das. Guck mal, so als würde sich freuen. Oh, bis. Hier vorne. Jetzt können wir nochmal einen Drill für jetzt. Auf der ersten Klasse. Nein, auf der. Ja, das war schon. Na, guck mal. Geht rausholen? Das ist doch klasse. Kleine. Ja, macht nichts. Rute krumm ist immer gut. Da sagt er was. Rute krumm ist immer gut. Hast du einen kleinen Fisch. Egal. Kam zurück vom Ausnehmen und Filetieren. Rute rausgelegt, direkt die nächste kleine dran. Nee, kleine Kescher. Kleine Kescher. Erfolgsverwöhnt ist gut. Mir ist noch, bevor ich filetieren gegangen bin, die habe ich leider nicht auf Videomaterial, noch die 4. große im Drill ausgeschlitzt. Ärgerlich, ich hatte schon 2-mal kurz vorm Kescher und bei der letzten besseren Flucht ist sie mir dann wirklich ganz knapp vorne ausgeschlitzt. Man soll ja niemals aufgeben. Hier konnte ich noch meine 4. große, kurz vor Dunkelheit, mit einem 70er Mirax rechts neben dem Ponton fangen. Ich konnte leider den Drill nicht mehr auf Filmmaterial kriegen, weil ich die Kamera zu spät angemacht habe. Auch die Forelle hatte 7,8 Kilo. Wahnsinn. Der letzte Morgen, kurz vor Abreise. Wir haben Samstag noch ungefähr bis um 10, halb 11 geangelt. Hier kam auch schon der erste Biss auf Grund. Nadine,
Hier habe ich die Grundmontage auch wieder näher zum Ponton geholt. Da, wo ich einen Tag zuvor die Bisse bekam. Und ja, warum soll es nicht nochmal funktionieren? Nadine? Nächste schöne kleine Portionsforelle. Wie ich morgens erfahren habe, ist die Forelle, die ich gefangen habe, vorher eine Anglerin abgerissen mit einem schwarz-gelben Spoon. Den Spoon plus Forelle habe ich der Anglerin dann morgens geschenkt. Muss das jetzt sein? Ist schön. Nee, nicht schön. Wir haben dann, wie gesagt, um 10, halb 11 Feierabend gemacht, alles weggepackt. Es waren Bombentage mit Wahnsinnsfischen. Ich hatte allein 4 Stück, 7,2, 7,3, 7,8 und 7,8 Kilo. Wahnsinn. Dirk konnte ebenfalls 4 große erwischen, 7,2, 7,2, 7,8 und 8,5 Kilo. Dickes Petri, Dirk. Hier sind noch andere Fänge. Wie gesagt, Stör, normale Forellen, alles schön filetiert. War eine super Woche. Danke an Manni, sein Team. Wir kommen wieder. Und das Schlusswort kommt jetzt.